Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir versuchen uns hier rauszufinden, was mit den Menschen aus diesem einen Dorf da geschehen ist, die sich in Schweine verwandelt haben. Den Igor haben wir schon gefunden, mit dem konnten wir sogar reden. Zumindest mal, er konnte Ja und Nein grunzen. Und ja, was ist das? Flecken auf dem Hemd und ein Kräutersack drunter. Das muss der Kräuterkundler sein, Igor. Schwein? Du hast gesagt, die du wärst mehrere Leute. Igor, nein. Sie haben was rausgeschleift. Ich bin zurück. Na gut, reden wir. Okay, es geht nicht. Bis später. Aber er hat doch gesagt, er wäre Igor. Der liegt hier? Hä? Oder sind das... Ach, sind das Igors Klamotten? Okay, nee, das sind nur Igors Klamotten. Das ist nicht seine Leiche. So, und hier hatte Geralt vorhin gemeint, hier wären Sprengfallen. Okay, ich hoffe, das ist irgendwie über uns, oberirdisch. Schweinehütte. Jetzt verstehe ich den Namen. Ja, es sind halt Schweine überall hier aufgestellt. Mit den Sprengfallen muss ich ein bisschen aufpassen, deswegen speichern wir mal sicherheitshalber. Was ist das? Eine Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Das Gold der Trottel. Ach, haben die Dorfbewohner hier das Gold eingesackt? Und wurden so verflucht. Igor? Ich bin zurück. Erzähl mir mal was. Na gut, reden wir. Okay, haben wir was Neues? Wo ist das Gold? Hier war Gold. Weißt du, was damit passiert ist? Nein. Ich muss mit Jontek darüber reden. Okay, was, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Nee, weiß ich nicht. Außer, dass es geklaut worden ist. Sehr wahrscheinlich von den Dorfbewohnern. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dies ist ein Tempel und hier war eine Schüssel voller Gold. Jontek hat den Schlüssel gefunden, ihn den Dörflern gezeigt und die wurden gierig. Leider war niemandem klar, dass das Gold durch einen Fluch geschützt sein könnte. Um den Fluch zu brechen, müssen wir das Gold zurückbringen. Ich sollte Jontek fragen. Vielleicht weiß er, wo es ist. Was? Es quiekt? Die ganze Transformation scheint ein gemeiner Witz zu sein. Oder schlecht gewirkt von jemandem, der nichts drauf hat. Okay. Dann wieder zurück. Wusch. Okay, zurück zu Jontek. Okay, also tatsächlich, die Dorfbewohner haben das Gold geklaut und wurden halt dadurch zu Schweinen. Lasst Plötze in Ruhe! Na, nimmst du endlich mal dein Schwert? Ja, plötzlich, ich weiß. Es tut mir ja leid, dass ich dich hier geparkt habe, aber ich konnte ja nicht wissen, dass hier die Wolfsbrut hier wieder durch die Gegend tingelt. Ach, mein Schwert ist im Eimer. Au! Jetzt erst mal den blöden Wag hier. Da hinten sind noch welche. Du kannst dein Schwert also ruhig gezogen lassen. Noch einer? So. Wunderbar.
dann haben wir hier das ganze Rudel ausgemerzt. Dann gehen wir nur noch gerade gucken, ob die hier was zu futtern dabei haben. Okay, das war's schon. Plötzlich, wir müssen zu Jontek. Der kann mir zwar mein Schwert nicht reparieren, aber wir müssen trotzdem zu ihm. Er weiß vielleicht, wo das Gold ist. Das wir brauchen, um den Fluch zu brechen und nicht für die eigene Tasche. Ach, ist das da? Ah, halt! Ach nee, wir haben das schon draußen. Nein, nicht. So. Blinkt der denn? Hier ist, glaube ich, das Haus von der, wie hieß sie? Habe ich jetzt wieder vergessen. Will man mal blocken und dann kriegt man hier irgendwie eins so übergezimmert. Mitnehmen, hier. Und da oben. Mewald. Ja, ja. Haben wir das jetzt? Moment. Versteckter Schatz. Ach nee, das ist hier gar nicht. Das da. Das war ja hier unten. Okay. Versteckter Schatz, bitte. Hier nicht versteckt. Hier. Hier sind halt ein paar Leichen. Nicht, dass das besonders schön ist, aber ein Schatz ist es jetzt noch nicht. Da gehört das hier alles zum Schatz. Moment, da ist was. Ach nee, das ist nur wieder hier so Honig. Aber das können wir mitnehmen. Das hilft gegebenenfalls, unsere angebrochenen Rationen etwas aufzustocken. So, da war doch eben noch was. Oder? Habe ich mich verguckt? Nee, da. Da ist es. Da. Aber der versteckte Schatz ist tatsächlich gut versteckt. Sollte hier sein. Hä? Wieso habe ich da unten ein Igni-Zeichen? Ja, hier ist irgendwas. Laut Karte zumindest. Es wird mir hier ein Igni-Zeichen angezeigt. Hier aber auch. Ach, hier. Ah! Na gut, das hilft nicht. Können wir? Äh.
Dann arden wir das. Huch. So, hier liegt noch einer rum. Schatztruhenschlüssel, zerknüllte Notizen. Aha. Schauen wir mal. Ja, es wird wieder knapp. Ist das hier? Zerknüllte Notiz. Lesen. Es sind Soldaten gekommen. Ich weiß nicht, ob es unsere oder ihre sind. Es ist mir auch egal. Ich hörte sie auf der Straße heranreiten. Ich versteckte mich. Ich vernagelte die Tür. Vielleicht hält sie das ab. Sie verbrachten die Nacht mordend und vergewaltigend. Ich habe durch die Risse in der Wand genug mit angesehen. Musste mir in den Finger beißen, bis auf die Knochen, damit ich nicht schreie. Weiß nicht, ob sich sonst noch jemand versteckt hat. Vielleicht nicht. Ich sah, wie sie Antosch erwischten. Er hatte sich in den Feldern versteckt beim Heuhaufen, in dem er seine Sachen hat. Sie schlugen ihn tot. Okay, Heuhaufen in den Feldern. Sie haben mich gehört. Sie wissen, dass ich hier drin bin. Ich habe nicht aufgemacht, als sie an die Tür schlugen. Ich dachte, sie räuchern mich aus wie die, die sich in der Kornkammer versteckt hatten. Dann sind sie auf die Pferde gesprungen und davongeritten. Jetzt ist es still. Man hört nur noch die Fliegen bei den Leichen. Ich habe versucht, die Tür zu öffnen, das Fenster, mich rauszugraben, ein Loch in der Wand oder das Dach zu kriegen, nichts zu machen. Ich hörte Leute, die die Leichen geflattert haben. Ich weiß nicht, was es bei denen außer schmutzigen Hemden und Fußlappen noch zu holen gibt. Ich rief um Hilfe, sie reagierten nicht. Jetzt kommen nur noch die Ghule. Aha. Ja, die sind aber jetzt auch schon weg. So, Schatztruhenschlüssel. Oh Gott. So. Bei ihm hier, er ist definitiv hinüber. Okay. Na? Okay, das haben wir. Und jetzt bräuchten wir den Heuhaufen beziehungsweise die Felder. Hier haben sie aber echt ziemlich gewütet. Reicht das? Ja. Na, fall runter. Da haben wir noch was. Grünschimmer, Silbererz. Silbererz und so werden wir sicherlich öfters noch brauchen. Wo sind die Felder? Also es sieht hier nicht wirklich irgendwas nach Feld aus. Na, was ist das da hinten? Banditenlager. Na ja. Schwör ab, Schweine hast und Eier wie ein Mann. Alles klar. So, du? Au! Verdammt! Huch! Du Dreckshexer! Ja? Die Haut ab. Ach Mist, jetzt habe ich das Lass da nicht gefunden. Nicht zu Atem kommen. Okay, ein paar Banditen weniger. Ja, und wieder überladen. Die haben aber... Oh doch, die haben was hier mit Truhe und so. Gebratenes Fleisch. Ja, das klingt ganz gut. So, dann braten wir uns hier mal die Bienen weg.
Schema, Schwert des Goyatel. Also wir bekommen jede Menge Schematas zum selber bauen. Aber irgendwie kommen wir nicht dazu. So, Handbeil. Ist ja alles schön und gut. So, Plötze! Dieses Pferd. Heya! So, wo wollte ich denn jetzt hin? Eigentlich wollte ich ja nochmal zu ihm da hinten. Um nachzufragen wegen dem Gold. So, wo ist er denn? Rette sie, sonst schlachten die sie. Es ist zu spät. Hilfe, Hilfe! Au! Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Fürs Erste. Ja. Ach so, das gehört zur Quest hier, die Wölfe. Na ja, dann. So, ja. Jontek, warte mal. Ich kann gerade nicht so schnell. Ich hab hier ein Gewichtsproblem. Jontek? Ja? Er sich immer erst da einmal umguckt. So nach dem Motto, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich gemeint bin. Wenn jetzt keiner irgendwie Ja sagt, muss ich gemeint sein. Jetzt weiß ich, was mit den Dorfbewohnern passiert ist. Sie wurden verflucht. Ja, ja. Hä? Na? Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Ja, aber ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar. Oh Gott. Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Ich würde schon gerne wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin? Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Ja, genau. Es wurde Gold gestohlen. Daher der Fluch. Weißt du, wo das Gold ist? Ich hab's versteckt. Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Oha. Was? Was? Hol das Gold. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Ach Gott. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Können wir das nicht andersrum irgendwie machen? Muss ich sie zusammenhalten. Mit Axi vielleicht. Oh! Ah! Wie viele Schweine sind denn das? Och nö. Was? Hä? Och nö. Das sind ja 100 Millionen Schweine. Wir warten mal ab, vielleicht kommen noch ein paar Banditen. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe gedacht, jetzt hier irgendwie die zwei Schweine, die noch da waren. Das wäre gegangen, aber das sind ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind aber mindestens mal 4 hier. Das hier sind auch mehrere. Ach Gott. Da habe ich mir jetzt aber hier was eingebrockt. Können wir das nicht umgedreht machen, dass Jontek hier die Schweine zusammentreibt? Ich glaube, der kennt sich damit besser aus wie ich. Hätte mir sagen können, wo er es Gold versteckt hat. Das hätte ich dann gerne ausgegraben. So ist ja nicht. Ach, hier ist er. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Hier ist ja ein Kaufmann. Was? Ja. Hast du was Interessantes? Q.
Twin-Karten. So, das kann weg. Das kann auch weg. Definitiv weg. Braucht kein Mensch. Lalalala. Ja, deswegen, was bin ich froh, wenn hier irgendwie der Patch tatsächlich das macht, was der Patch machen soll. Und hier Ordnung und Leichtigkeit hier Einzug hält. Weil das ist echt das größte Manko bei der ganzen Geschichte. 30 Kapazität. Ich glaube, die habe ich schon, oder? 5. Essenz. Aha. Leb wohl. So, jetzt können wir es wieder ein bisschen. Du bist der Hexenmann? Ja. Du hast dir schon was Interessanteres aus der Nase gezogen. Ich weiß. So. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Bla bla. Kennen wir schon. Zeig mir deine Waren. Eigentlich nicht. Ich will hier reparieren. Ja. Das kann auch gerade, wenn wir schon dabei sind. Dann kann hier alles mal repariert werden. So. Bis dann. Okay. Frost bedeckte seine Rüstung. Wie eine Glasscheibe. Was ist mit deinem Gesicht passiert? So, ja. Was meinte er mit Axi? Man mit Axi die besser zusammentreiben oder zusammenhalten kann. Irden, Igni, Art, Gwen, Axi. Was macht ein Axi nochmal? Ah ja, okay. Na gut, dann versuchen wir das mal. Allerdings wohl nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Bis dann!